Meine Tochter wollte unbedingt Curry noch essen. Wir machen jetzt einfach einen schönen Kürbisstampf sozusagen. Als Curry. Und machen den gebratenen Fisch da drauf. Und man sagt hier Steinfische sind das. Also die leben am Felsen näher vom Meer. Ziemlich großer Klopper gewesen. Die fliegen schon wieder morgen. Leider hatten wir nicht so viel Zeit gehabt. Natürlich wollen die alles sehen. Aber. Ist das Kokosöl, was du da benutzt hast? Genau, das ist Kokosöl, Chilipulver. Das ist der klassische gelbe Curry, den ich benutze hier. Und noch da rein. Bisschen Senfkörner. Ich hab schon gelbes genannt. Ja. Anrösten. Curryblätter rein. Zwei Nelken, die Aromen rausziehen. Ja. Ich koche am liebsten mit diesen Gummischabern, weil die am besten die Ränder und alles schön weg rauskratzen, ohne dass der Topf zerkratzt und auch hitzebeständig sind. So, ich mache jetzt ein bisschen Tomate dazu. Leichtes Gericht. Ich hab jetzt wieder die letzten Tage zugenommen. Den ganzen Reis, den wir gefordert haben. Muss ich vorsichtig sein. Ist so hart, muss man echt den Kürbis wirklich richtig festhalten. Ein ganz anderer Geschmack als Kokosmilch, ne? Auf jeden Fall. Ich habe das manchmal als Reserve da, weil die Kokosmilch schnell sauer wird im Kühlschrank. Das ist ein Kokosraspel, da wird die Kokos geraspelt so, ne, die halbe Kokosmilch. Und da kommen Kokosraspeln raus praktisch, also die geriebene Kokosmilch, Kokosstücke. Und dann wird das mit Wasser vermengt. Und dann drücken die das so aus und da kommt die Kokosmilch raus. Für mich schmeckt das am besten. Ich werde es einmal lernen. Wildnis war das. Wildnis war das. Hier ist wirklich ein Dschungel. Da sind wir auch durchgegangen, uns mal angeguckt. Und dann ich glaube, ich bin noch nie so schnell gelaufen. Ich hatte es halt auch, als ich klein war. Das war wunderschön. Ich hatte ja auch so einen Weg, wenn man hier über Blumen, das ist so das, was ich im 19. Und die Blumen und dass ich hier immer beim Kochen zugeguckt habe in der Küche. Das war schon krass, also hierher zu kommen dann das erste Mal, ne? Ja. Der heißt auch, aber das ist Veränderung. Schön durch.